Schalke verbannt den nächsten Spieler? Nach Timo Baumgartl wurde nun auch Dominik Drexler in die U23 verbannt. Grund hierfür ist, dass Drexler nach dem Unentschieden gegen Hannover ausgerastet sein soll. Demnach habe der Mittelfeldspieler in der Kabine mit einem Schokoshake um sich geworfen. Laut Trainer Gerrards habe er sich in den letzten Wochen über die Mannschaft gestellt, weshalb er nun in die Reservemannschaft geschoben wurde. Was haltet ihr von der Entscheidung?